Hallo zusammen und ich grüße euch zu einem ganz neuen Testvideo, wo wir uns das hier anschauen. Die neueste Sorte des Ermann High Protein Joghurts in Erdbeere. Zutaten, Nährwerte und Geschmack. Viel Spaß wünsche ich euch. Ja, die anderen Proteinjoghurts, die habt ihr ja wahrscheinlich bei mir schon gesehen. Ich habe ja auch die anderen Sorten von Ermann durchprobiert. Lecker, Fazit. Und jetzt die neueste Iteration ab November zu haben, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis ihr ihn findet. Der Joghurt in Erdbeere. Ohne Zuckerzusatz, 20 Gramm Protein im stylischen schwarzen Becher. Ihr kennt das, glaube ich, soweit. Und wir gucken mal zusammen drauf, was drin steckt und ob der auch so mit den anderen mithalten kann. Ja, High-Protein-Joghurt, Erdbeere. Die Zutaten, wir haben entrahmte Milch, wir haben Milcheiweiß, das ist das, was den Eiweißgehalt erhöht. Wir haben 6% Erdbeeren, Süßungsmittel, es wird mit Erythrit gesüßt, Sucralose. Es ist Stärke zu binden drin, natürliches Aroma ist auch drin, Laktase, um die Laktose abzubauen, also wird es dann quasi laktosefrei sein. Enthält von Natur aus Zucker, genau, denn dieser Zucker hier ist nicht zugesetzt, sondern kommt aus der entrahmten Milch. 57 Gramm Eiweiß. So gut wie kein Fett, nur 0,3 Kohlenhydrate gesagt und 10 Gramm Eiweiß. 200 Gramm sind drin. Gucken wir mal rein, was uns hier erwartet. Ja, hier oben der Becher verspricht so ein bisschen mehr Inhalt, als dann eigentlich drin ist. Lecker, schöner Erdbeergeschmack. Eigentlich fraglich, warum nicht Erdbeere als erstes rauskam, oder? Das ist ja so ein Klassiker. Schön cremig, erdbeerig. Kleine Stückchen von Erdbeere sind drin. Das passt. Vor allem, also er schmeckt natürlich, man merkt, dass nicht viel Fett drin ist, aber ich finde so auch so ein bisschen durch die Stärke, die drin ist, wird so ein bisschen so eine Cremigkeit, ich sage es mal, vorgetäuscht. Das soll jetzt aber nicht negativ klingen. Und mir gefallen vor allem die kleinen Erdbeerstückchen da drin. Das Ding ist lecker, wenn man überlegt, Magerquark, der irgendwie eh nicht viel Eiweiß hat, schmeckt meistens überhaupt nicht pur. Dann sage ich doch, hey, da hole ich mir doch einen Ermann High-Protein-Joghurt. Der ist lecker. Jetzt gibt es natürlich auch die Leute, die wieder sagen, ja, man kann sich auch Eiweißpulver in normalen Joghurt reinmachen. Ja, kann man. Und das schmeckt wahrscheinlich auch. Von daher, ja, könnt ihr machen. Aber ihr könnt auch den kaufen, wenn ihr einfach mal im Supermarkt so ein fertig gemachtes Ding mitnehmen wollt. Schmeckt gut, gefällt mir, Erdbeerstückchen, passt. Und von daher, ja, das kann man auf jeden Fall machen. Preisig, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, 1 Euro, meine ich, um den Dreh. Ist natürlich auch ein bisschen mehr als andere Milchprodukte bei dem Inhalt, das muss man halt auch sagen. Aber gut, es ist ein Trendprodukt, es steht High Protein drauf, ist immer ein bisschen teurer. Von daher muss ja jeder selber wissen, ob er das unterstützt. Was unterstützenswert ist, ist dieser Kanal. Lasst mir gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben und gerne auch einen Kommentar zu diesem Produkt. Ich freue mich drauf und sage, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und ciao.